In 10 Schritten zur perfekten Music Master Rotation. Und im zweiten Teil erkläre ich, wie Sie am effektivsten in Ihrer Datenbank arbeiten. Dort verwalten Sie alle Ihre Elemente, egal ob Musik oder Nicht-Musik. Unter Nicht-Musik verstehen wir Jingles, Drop-Ins oder zum Beispiel Promos. Zuerst müssen wir eine Kategoriestruktur anlegen. Diese Struktur hilft Ihnen dann, all Ihre Elemente übersichtlich zu ordnen. Aber sie ist auch wichtig, um später zum Beispiel Uhren zu bauen. Sie sehen all Ihre Kategorien in der Infoleiste. Klicken Sie am besten mit der rechten Maustaste in die Infoleiste und wählen Sie dann den Kategorie-Editor aus. Dort können Sie einfach Kategorien hinzufügen, löschen, bearbeiten und durch Drag and Drop am linken grauen Rand in die Reihenfolge bringen, die Sie möchten. Music Master benötigt für jede Kategorie einen eindeutigen Code, einen Namen, den Typ und Sie können zusätzlich eine Hintergrund- und eine Schriftfarbe festlegen. Nun können Sie ganz einfach eine Kategorie öffnen und beliebig viele Titel hinzufügen. Auch das Verschieben zwischen Kategorien geht intuitiv und einfach. Entweder Sie editieren im Feld Kategorie oder Sie ziehen mit Drag and Drop ein oder mehrere Elemente in eine andere Kategorie. Eine wichtige Voraussetzung zum Arbeiten in der Datenbank ist, dass Sie alle Informationen sehen, die Sie benötigen. Deswegen können Sie sich Ihre Ansichten ganz individuell einrichten und abspeichern. Außerdem gibt es zwei grundlegende Ansichtsoptionen: die Tabellenansicht und das Arbeiten in der Karteikartenansicht. In der Tabellenansicht haben Sie einen guten Überblick über viele Titel. In der Karteikartenansicht dagegen bekommen Sie mehr Informationen zu jedem Element angezeigt. Welche Felder Sie sichtbar sehen wollen, das legen Sie über den Button Zeige, Verstecke, Felder fest. Hier haben Sie eine Übersicht über alle sichtbaren und nicht sichtbaren Felder. Durch das Verschieben von der einen auf die andere Seite integrieren Sie diese oder entfernen Sie aus dem Layout. Die Reihenfolge der Felder und deren Spaltenbreite können Sie dann am einfachsten direkt in der Ansicht ändern. Wichtig ist, vergessen Sie nicht, Ihr Layout abzuspeichern. Klicken Sie auf Datenbank Layout speichern. Wenn es ein neues Design ist, dann setzen Sie den Haken Speichern als neues Design. Und wenn es Ihr favorisiertes Design ist, können Sie diese Ansicht auch zu Ihrem Standarddesign machen. Über Lade Layout können Sie nun zwischen den verschiedensten Designs wechseln. Die gleiche Funktionalität zum Bearbeiten von Ansichten gibt es für die Karteikartenansicht, aber auch später beim Arbeiten im Sendeplan. Mit welchen Feldern Sie Ihre Elemente kodieren und wie diese Felder heißen, das können Sie übrigens über Datensatz, Datenbank, Felder in der Feldbearbeitung ändern. Außerdem sehen Sie, welcher Typ einem Feld zugeordnet ist. In einem Keyword-Feld werden klassischerweise Interpreten oder Komponisten eingegeben, damit sie dann später im Regelwerk über ihre Schreibweise voneinander getrennt werden können. Ein Attributfeld dient zur Klassifizierung von Musikstücken. Und in ein numerisches Feld könnte man eher Jahreszahlen oder Research-Ergebnisse eingeben. Sollten Sie mit Attributen arbeiten, ist es auch wichtig, alle Ihre Attribute einmal grundsätzlich festzulegen. Über Datensatz, Datenbank, Attribute gelangen Sie in die Attributbearbeitung. Hier können Sie neue Attribute hinzufügen oder alte entfernen. Das Ergebnis sehen Sie sofort, wenn Sie in ein Attributfeld klicken.
Was Ihnen nun noch fehlt, ist das Recherchieren in der Datenbank. Wenn es schnell gehen muss, suchen Sie einfach über Ihre Suchleiste. Hier wird standardmäßig das Titel- und Interpretenfeld durchsucht. Wenn Sie es aber genauer wollen, dann klicken Sie auf das Fernglas und öffnen eine neue Abfrage. Sie können festlegen, in welchen Kategorien Sie suchen, ob ein oder mehrere Filter der Suche zugrunde liegen sollen und ob die Liste gleich sortiert werden soll. Außerdem können Sie diese Abfragen speichern und jederzeit wiederverwenden. Eine sehr praktische Funktion ist auch das Arbeiten mit Titellisten. Hier können Sie sich individuell Titellisten zusammenstellen. Die Liste steht dann später für eine Spezialsendung oder für ein anderes Projekt, an dem Sie arbeiten, zur Verfügung. Sie können in Ihren Kategorien stöbern, die Datenbank durchsuchen oder eine andere Titelliste als Basis nehmen. Geben Sie Ihrer Titelliste noch einen Namen und vergessen Sie nicht zu speichern. Music Master erinnert Sie sonst immer daran. Nun können Sie Ihre Titelliste auch einsehen, indem Sie auf sie doppelklicken. Sollten Sie weitere Titel hinzufügen oder entfernen wollen, dann geht dies über den Titellisten-Editor, den Sie über das Kontextmenü mit der rechten Maustaste finden. Jetzt haben Sie das Handwerkszeug, um Ihre Datenbank auf Vordermann zu bringen. Einen tollen Kniff noch, damit Sie noch schneller sind: In der Tabellenansicht können Sie wie in einer Excel-Tabelle arbeiten. Sie können ganze Bereiche mit STRG Copy, also STRG C, kopieren und an einer anderen Stelle mit STRG V, also Einfügen, einfügen. Probieren Sie es einfach mal aus. In unserer nächsten Folge wird es strategisch. Es geht um Uhren und wie Ihr Programm später klingen soll.